Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute eine Ponyhausen-Morgenroutine für euch und zeige euch, was ich morgens so mache. Wie ich aufwache, wie ich die Ponys versorge, was ich mit Joya mache. Genau, da nehme ich euch heute ein bisschen mit. Normalerweise stehe ich irgendwann zwischen 6 und 7 auf. 6 freue ich mich eigentlich immer, weil ich dann den Sonnenaufgang irgendwie noch so richtig schön sehe. 7 ist mir dann ja fast schon zu spät, wenn ich ausschlafe. Aktuell eher so bis 8, halb 9, aber das kommt nicht so oft vor. Heute ist die Zeit ein bisschen aus den Fugen geraten, weil ich ein bisschen technische Themen mit meiner Kamera hatte. Aber ihr seht, ich filme. Das neueste iPhone ist gut genug, dass man auch damit drehen kann und genau deshalb machen wir das heute auch. Und ich ärgere mich nicht drüber, dass die Technik mich ein wenig heute Morgen im Stich gelassen hat, was mich einfach ein bisschen viel Zeit gekostet hat. Also heute Morgen bin ich irgendwie eine gute Stunde, anderthalb später, als ich sonst bin. Aber das, was ich tue, unterscheidet sich ja nicht von dem, was ich mache, wenn ich früher draußen bin. Und ich hoffe, dass ihr Spaß mit diesem Video habt. Wir switchen jetzt tatsächlich erstmal zurück ins Schlafzimmer und stehen zusammen auf. Ja, es ist Fakt, dass ich wirklich so aufwache. Aber wir wissen ja gerade alle, dass ich jetzt nicht wirklich aufwache. Das heißt, soll ich so tun, als ob ich aufwache? Oder soll ich einfach sagen, so wache ich auf, auch wenn ihr wisst, dass ich jetzt nicht aufwache? Ja, Fragen über Fragen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich so morgens mit der Kleinen so aufwache. Um meine schauspielerischen Leistungen jetzt aber einmal vorzuführen, werde ich mich jetzt einmal so recken, wie ich mich jeden Morgen recke. Insta-tauglich und YouTube-tauglich. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Dass ich, seitdem ich dieses Bett habe, noch so, so, so viel besser schlafe und so, 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 so viel erholter aufwache. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das möglich ist. Aber dieses Bett ist ein absoluter Gamechanger. Und ich kann es selber noch nicht glauben, dass es so ist. Und ich frage mich ernsthaft, warum ich nicht schon viel, viel, viel länger so ein Boxspringbett habe. Das ist einfach besser als in jedem Hotel. Wie ihr wisst, habe ich ja schon seit einiger Zeit die Emma-Matratzen. In meinem alten Schlafzimmer, in meinem alten Bett hatte ich die. Ich habe die im Gästezimmer. Da habe ich die Federklang von Emma. Und ich habe auf diesen Matratzen schon besser geschlafen als auf vielen, vielen anderen. Jetzt bin ich aber ja in dieses Schlafzimmer umgezogen. Also von dem Kleinen hier in dieses Große. Und das war dann auch der Anlass, mich für ein größeres Bett zu entscheiden. Also in meiner alten Wohnung hatte ich ein 1,40er Bett, in dem anderen Schlafzimmer hier hatte ich ein 1,60er Bett und das ist jetzt ein 1,80er Boxspringbett von Emma. Es war einfach die allerbeste Entscheidung, dieses Bett auszuwählen, in dieses Schlafzimmer zu ziehen. Ich kann da aus dem Fenster die Ponys sehen, wenn ich morgens aufwache und werde vom Sonnenaufgang geweckt und ich glaube, das war einfach nötig, in dieses Schlafzimmer zu ziehen. Der Raum war vorher einfach absolut unternutzt und ich bin total froh, dass ich jetzt hier morgens aufwache und fühle mich in diesem Zimmer so mega, mega wohl. Dieses Gehen war echt. Wusstet ihr übrigens, dass ihr bei Emma grundsätzlich 100 Nächte Probe schlafen könnt? Wie cool ist das bitte? Also ist die Bestellung grundsätzlich erstmal risikofrei. Ihr könnt einfach schauen, ob die Matratze zu euch passt. Müsst euch auch um den Versand, um den Transport, ums Aufbauen und so weiter grundsätzlich keine Sorgen machen. Das Bett wurde einfach für mich aufgebaut. Und wenn ihr jetzt nur eine Matratze bestellt oder so, wird die geliefert. Die wird auch wieder abgeholt, wenn ihr euch nicht gefällt. Also grundsätzlich echt risikofrei. Und eine absolute Empfehlung von mir. Das allererste, was ich morgens nach dem Aufwachen mache, ist die Jill zu kuscheln. Das habe ich schon ausgiebig gemacht. Dann überlege ich mir, ob ich in meinem Schlafanzugchen rausspringen kann oder ob es zu kalt ist. Heute ist es leider wieder ziemlich kalt. Deshalb habe ich mich einmal in andere Klamotten geschmissen. Dann geht's einmal ganz kurz ins Bad pieseln und dann geht's auch schon zu den Ponys. Vielleicht ziehe ich meine Kontaktlinsen noch an. Es gibt nur eine einzige Sache, die ich vorher noch mache. Und zwar mache ich mein Bett morgens. Ich weiß nämlich, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es garantiert den gesamten Tag nicht. Habe ich bei mir verstanden und ich freue mich abends, wenn ich irgendwie in ein frisch gemachtes Bett komme. Deshalb ist das was, was ich morgens mache, bevor ich das Schlafzimmer verlasse. Als allererstes eben einmal diese 60 Sekunden Zeit mir nehmen oder 120 Sekunden. Wie lange dauert es, ein Bett zu machen? 2 Minuten? Ich glaube 2 Minuten. Genau. Dann geht's raus zu den Ponys. Und deshalb machen wir jetzt einmal das Bett und ich verrate euch, dass es eine super Aktion bei Emma gibt, während ich mein Bett mache. Du liebst das Emma-Bett auch, ne? Möchte mal da runter? Sie möchte nicht runter. Abmarsch. Auf den Sessel. Klar. Schlaf nochmal schön weiter. Ich mache in der Zwischenzeit das Bett. So kann ich jetzt zwei praktische Sachen einfach miteinander verbinden. Einmal ist mein Bett gemacht und ihr erfahrt,
was es für eine Aktion bei Emma gibt. Und zwar könnt ihr im Mai 40% bei Emma sparen. Und mit meinem Code Annika, ich packe euch alles auch unten in die Infobox, bekommt ihr nochmal 5% on top. Was kann ich von Emma empfehlen? Eigentlich fast alles. Ich habe die Matratzen getestet, ich habe die Kissen von Emma, ich habe die Bettwäsche von Emma, ich habe jetzt das komplette Bett von Emma und ich habe den Topper von Emma. Alles ist wirklich der absolute Kracher. Ich bin mit jedem Produkt super, super zufrieden. Das Feedback, was ich von euch bekomme, ist auch, dass ihr super zufrieden seid. Wie man sieht, ist auch der Hund zufrieden. Ja, findest du es bequem da? Sie liebt dieses Bett, ne? Es ist so krass. Seitdem ich dieses Bett habe, schläft sie andauernd in diesem Bett. Sie geht manchmal sogar tagsüber ins Bett. Was ist denn mit dir? Man kann doch nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir alle zufrieden mit Emma sind. Und wenn ihr mit dem einen oder anderen Produkt liebäugelt, ihr müsst ja nicht direkt das ganze Bett bestellen oder so, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. So, und jetzt düsen wir los. Ne, wir düsen nicht, wir laufen los zu den Ponys. Ich schlüpfe dann meist einfach in irgendeinen Pulli. Entweder habe ich in dem Pulli schon geschlafen oder ich schmeiße den schnell über. Habe dann meist irgendeine Joggingbuchse an. Meist etwas abenteuerliche Outfits. Und dann geht's als allererstes erstmal raus zu den Ponys. An dieser Stelle, I proudly present meine brandneuen Sommer-Crocs 2023. Ich habe ja die pinken und auch die Winter-Crocs und die habe ich mir jetzt für diesen Sommer gerade gegönnt. Und ich finde sie spektakulär. Ich zeige euch nochmal das komplette Outfit. Yeah! Ich feiere es sehr. Wie cool sind die bitte? Now we see. Oh ja. Wenn Flori und Wölbchen im Stall versorgt sind, schaue ich immer so ein bisschen, ob ich erstmal rüber in den Offenstall gehe oder ob ich als erstes die Kater versorge. Wenn sie wie heute so schlimm am Mauzen sind, als ob sie dringend verhungern, dann gibt es als erstes eine Mau-Mau-Time. Tatsächlich, wenn sie nicht schon da wären, würden sie spätestens jetzt angelaufen kommen. Wollt ihr eine Mau-Mau-Time haben? Eine Mau-Mau-Time? Hört ihr das Gebrummel? Hier wird schon fleißig aufs Futter gewartet. Grundsätzlich habe ich die Ponys tatsächlich gar nicht an feste Futterzeiten gewöhnt. Die haben eh quasi 24/7 Heu. Und wenn das mal leer geht, dann sind sie halt mal 1-2 Stunden ohne Heu. Das ist meiner Ansicht nach nicht so schlimm. Und auch mit dem Kraftfutter habe ich so gemacht, dass sie eben nicht total krass drauf warten. Damit ich einfach auch flexibel bin und sagen kann, okay, ich stehe eine Stunde früher auf, ich stehe eine Stunde später auf. Heute muss ich sagen, bin ich so spät, wie ich selten bin, was an dieser ganzen Kameratechnik-Action hier heute Morgen lag. Aber auch da weiß ich einfach, die Ponys sind top versorgt und das tut ihnen nachher nichts.
Ihr fragt immer wieder, wie ich das mit dem Kraftfutter mache. Und das Schöne für mich am eigenen Stall ist, dass ich da sehr flexibel handhaben kann. Das heißt, ich kann immer wieder schauen, okay, wie viel brauchen die Ponys eigentlich? Ich kann darauf eingehen, ob sie auf dem Turnier waren, ob wir viel trainiert haben, ob sie einen Tag frei hatten. Es gibt feste Mahlzeiten am Tag, die sie immer bekommen. Dazu gehört die Hauptmahlzeit, wo auch die Zusätze drin sind. Und sie bekommen außerdem fest am Tag eigentlich, ja, quasi täglich auch eine feuchte Mahlzeit. Je nach Pferd unterschiedlich, entweder Mesh oder Wiesenflakes oder Myo. Proteinflakes, das ist von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Diese Sachen bekommen sie fest. Aber zum Beispiel diese Morgenmahlzeit, da schaue ich immer, ob sie die überhaupt brauchen. Beziehungsweise bekommen sie sonst auch immer nach dem Training nochmal was extra. Und das handhabe ich tatsächlich flexibel. Am Anfang war ich mir nicht so sicher, ob ich da unbedingt eine Routine drin haben muss. Aber da die Ponys gar nicht sozusagen auf ihre Mahlzeit warten, sondern eigentlich hauptsächlich Heu haben wollen, sehe ich da überhaupt keine Probleme, das wirklich so nach Bedarf zu füttern. Das Einzige, was wirklich fest ist, ist einmal die weiche Mahlzeit und die Abendration mit den Zusätzen. Na, wenn es Futter gibt, dann kommst du auch, kleine Maus, ne? Das hier ist allerdings das Futter für Flori. Wölbchen hat hier so eine Mini-Mini-Alibi-Portion, damit sie keine schlechte Laune bekommt. Und Flori bekommt tatsächlich relativ viel Futter. Ich versuche das energetisch nicht so zu halten, dass sie irgendwie durchknallt. Das funktioniert auch ganz gut. Aber sie braucht ja definitiv was auf die Rippen. Und deshalb bekommt sie auch morgens schon eine so eine Portion Myoprotein-Flakes mit Mesh. Ich habe das Gefühl, auch sie hat tatsächlich schon so ein bisschen zugenommen. Das war jetzt natürlich in ihrer Pause super schwer. Aber diese extra Mahlzeit tut ihr auf jeden Fall sehr gut. Flori, wirklich dein Ernst? Wirklich? Wir starten den Morgenstoff mit einem Schlürf, heute mit einem Schmatz von Fleur Hilde, die ihre Myoprotein Flakes und ihr Mesh hier wunderschön an der Boxenwand verteilt. Danke, dass ich mehr zu putzen habe. Wenn ich soweit bin, dann sind erstmal alle Ponys versorgt. Ich weiß, dass es allen gut geht. Joja war schon mal Pipi machen, die Kater sind versorgt. Und dann heißt es für mich erstmal einen Kaffee machen und anziehen. Ich husche dann einfach einmal immer schnell ins Bad. Anschließend steht dann erstmal ein kleiner Spaziergang mit der Joja auf dem Programm. Das versuche ich wirklich beizubehalten, dass sie nicht nur auf dem Hof unterwegs ist, sondern dass sie auch ihre Spaziergänge, ihre eigene Zeit bekommt, ihr eigenes Training bekommt. Und anschließend geht's dann an die Stallarbeit. So, Fienchen bekommt jetzt auch ihr Frühstück und fragt mich bitte nicht, wann es passiert ist, dass die Hälfte meiner Tiere aus Nutella Mio Geschirr futtert. Ich habe ja durchaus auch andere Näpfe, aber manchmal ist so ein Tellerchen eben schneller da und ich glaube, Fine mag es auch. So. Ich fütter meinen Katzen und Katern, also Fine, Anton und Emil, sonst auch Nassfutter. Aktuell warte ich auf die Lieferung. Ich habe neu bestellt und habe jetzt noch Trockenfutter da. Deshalb bekommen sie aktuell Trockenfutter. Da schaue ich natürlich, dass sie viel trinken und das machen sie auch, sind fleißig am Wassernapf. Deshalb finde ich das nicht so schlimm. Also sie bekommen Nassfutter und Trockenfutter und aktuell eben Trockenfutter. Fine, ich möchte jetzt mit dir kuscheln für dieses Video. Und Fine so, nee, will ich gar nicht. Ich habe so viele Kuschelvideos mit Fine auf Insta, so viele. Aber wenn ich es jetzt einmal fürs Video haben möchte und euch zeigen möchte, nein, Fine hat keine Zeit. Genau wie sie jetzt aktuell nicht futtern möchte. Sie möchte nämlich jetzt raus. Wahrscheinlich irgendwas fangen. Danke für die qualitative Mitarbeit an diesem Video. So Mitarbeiter braucht man. Ciao, Fine. Bis später. Schönen Tag. Viele Abenteuer. Wir sehen uns, wenn du wieder Hunger hast oder kuscheln willst. Und egal, ob der Tag chaotisch ist, früh anfängt, später anfängt, was ganz, ganz wichtig ist, ist ein richtig guter Morgenschlürf, weil damit startet man einfach mit guter Laune und doppelt so gut in den Tag wie ohne. Oder dreimal so gut. Ja, aber gut, es kann nur ein guter Tag werden. Thank you.
Was wir üben, ist schnell erklärt. Wir machen natürlich die Grundkommandos immer wieder, Sitz, Platz und so weiter. Außerdem machen wir viel Nasenarbeit. Das heißt, sie sucht auch immer mal ihre Leckerlis. Das macht sie ganz, ganz toll. Steadiness üben wir. Das heißt, dass sie auch mal warten muss. Nee, nehmt euch. Sie bleibt mal hier, auch wenn ich mit dem Handy rede. Genau, dass sie warten muss. Außerdem haben wir jetzt mit Dummy-Training angefangen, mit dem Apportieren und so weiter. Sie macht das richtig toll und hat sich jetzt gerade an ihrem Snacko verschluckt, weil du ein bisschen gierig warst, ne? Aber es ist einfach mega schön. Sie ist so sehr mein Hund, wirklich. Also dafür, dass ich sie mir eigentlich gar nicht richtig ausgesucht habe, ist es echt krass, wie gut wir zwei zusammenpassen. Jojo! Ihr könnt ja gerne mal sagen, ob euch ein Trainingsvideo mit Joe interessieren würde oder ein Trickvideo. Dann würde ich das nämlich auch mal für euch filmen, weil heute kriegt ihr nur ein bisschen was von unserem Spaziergang mit. Aber wenn ihr mögt, kann ich euch da auch speziell mal was filmen. Leckerli ist aktuell nicht so spannend wie Schnüffeln. Platz. Sitz. Platz. Yummy. Pfote. Pfote. So, ich habe alles Equipment beieinander, das wollte ich euch einmal zeigen, da ihr oft fragt, warum ich mit Äppelbäumen mit bla bla bla. Tatsächlich habe ich ja auch eine Spinnegabel, die nutze ich, um nasse Stellen nachher aus der Streu rauszusuchen. Das geht damit meiner Meinung nach am besten, das ist mir mit dem Äppelboy und der Haken zu viel. Die normalen Äppelboy-Haken, muss ich sagen, mag ich gar nicht, aber diese Kinderhaken aus dem Baumarkt sind für mich wirklich etwas, was ich super gerne nutze. Damit hole ich die Äppel aus der Box raus und auch vom Paddock und damit komme ich persönlich einfach super gut klar, weil man auf dem Paddock nicht zu viel Sand mit rausnimmt. Und genau, der Besen ist raus, um einmal die Gummimatten zu fegen. So müsste ich halt und leg jetzt mal los. Will nicht halten. Ist bescheuert. Ich habe ja auch nicht manchmal unorganisiert. Ei. Ich müsste übrigens am liebsten, wenn die Ponys nicht in der Box sind, gerade auch wenn ich danach die Stallgasse fliege und so weiter, wenn die dann die Zeit in der Führmaschine sind. Deshalb habe ich die jetzt erstmal reingestellt. Die Littles gehen. Die Littles gehen dann nachher auf die Koppel und dann hole ich die beiden Offenstall-Ponys in die Führmaschine, wenn ich da möchte. So, los geht's. Ihr habt immer große Interesse dran, warum ich überhaupt bedampfe, wenn ich diese Heuqualität habe. Final, weil Heu immer ein Naturprodukt ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich eine fantastische Qualität. Also die Ballen aktuell sind so gut, dass ich wirklich schon drüber nachgedacht habe, ob ich überhaupt noch bedampfe. Weil das Heu von Premium Pferdeheu wirklich sensationell ist. Also ich habe, glaube ich, bisher einen einzigen Ballen gehabt, wo mal ein bisschen Staub überhaupt so rauskam. Also damit bin ich super zufrieden. Trotz allem ist es so, gerade bei allergischen Pferden, und Wölkchen ist nun mal hochgradig COPDler, ist es so, dass manchmal auch ein kleines Stäubchen oder irgendwas schon was auslösen kann. Der Haygain läuft bei mir meist zweimal am Tag, in seltenen Fällen auch mal dreimal. Im Sommer komme ich sogar mit anderthalb Touren aus, je nachdem wie viel die dann auf dem Gras stehen. Genau, da schaue ich einfach immer, was mein Bedarf ist. Ich bereite den Heubedampfer grundsätzlich, auch wenn ich alles gestoppt habe, einmal so vor, dass er mit Knopfdruck dann laufen kann, weil dann weiß ich, dass ich eine Stunde oder anderthalb Stunden später auf jeden Fall im Zweifelsfall gut ist.
Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, ist übrigens ein Grund dafür, dass ich mit meinem aktuellen Vollbedampfer nicht unfassbar glücklich bin. Grundsätzlich muss man sagen, er war damals einfach das Gerät der Wahl, State of the Art. Es gab eigentlich nichts anderes, was so gut war. Und der tut ja auch absolut seinen Dienst. Allerdings habe ich schon vor einigen Jahren gesagt, okay, ich hätte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Verbesserungspunkte, wo ich mir wünschen würde, es kommt so eine zweite Version auf den Markt. Die ist halt nie gekommen. Also das fängt an dabei, dass ich finde, so ein Ding muss eine Abschaltautomatik haben. Mir reicht es nicht, dass der hupt, wenn er leer ist, aber weiter kocht oder dass dann da eine Sicherung rausfliegt. Das finde ich halt wahnsinnig kompliziert und jeder Wasserkocher hat irgendwie eine Stopptaste automatisch. Ich finde das Wasser einfüllen, wie ihr gerade gesehen habt, echt ein bisschen nervig. Da sollte es irgendwie andere Lösungen geben. Auch, dass das Bedampfen nur von unten stattfindet und die Seiten manchmal so ein Tick trocken bleiben. Also es gibt einfach so ein paar Baustellen, auch die Druckluftfedern. Ihr seht, dass es immer noch mit so einem Provisorium, mit so einer Kordel aufgeht. Die Schrauben, das ist alles so verbaut und die Schrauben sind durch. Man kann das nicht ausbauen. Das ist der Grund, warum ich mich inzwischen auch umgeguckt habe. Eventuell, ich liebäugel damit, wird ein anderer Heubedampfer einziehen, weil der hier auch einfach zwei, drei Macken hat, wo ich sage, der bedampft nicht mehr 100%. Der ist inzwischen halt auch einfach echt in Jahre gekommen. Wenn es soweit ist, werde ich euch da ein Update geben. Übrigens zum Ausmisten, Einstreuen und so weiter eine spannende These. Ich habe das letztens bei einem Pfleger auf Insta gesehen und wollte euch davon einmal erzählen, weil ich es mega spannend fand. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum manche Pensionsställe immer wieder ein Thema damit haben, dass die Boxen nicht ordentlich aussehen. Also, er hat davon gesprochen, dass es drei Faktoren beim Ausmisten gibt. Das eine ist Zeit. Ob man langsam oder schnell mistet, viel oder wenig Zeit hat. Das zweite ist, wie ordentlich man das Ganze macht. Mistet man also die Box wirklich sauber oder mistet man sie flüchtig? Holt man wirklich alles raus? Lässt man ein bisschen was drin? Streut nur über. Also Ordnung. Und das dritte ist Einstreuverbrauch. Bin ich sparsam oder großzügig mit der Einstreu? Wie gehe ich damit um? Und diese drei Faktoren entscheiden eben nachher darüber, wie ein Stall aussieht. Und er hat auch gesprochen, dass eigentlich immer nur zwei Faktoren möglich sind. Also man kann schwer alles drei machen. Also man kann es natürlich, aber wenn es irgendwie sinnvoll sein soll, kann man eigentlich nur zwei Faktoren erfüllen. Und das heißt zum Beispiel, dass man schnell mistet und ordentlich mistet. Dabei geht aber viel Einstreu drauf. Also man kann da nicht noch Einstreu sparen. Oder man mistet langsam, dafür aber ordentlich und man verbraucht weniger Einstreu. Ich glaube, ihr versteht das System. Hier in Ponyhausen muss ich sagen, dass mir der Zeitfaktor nicht ganz so wichtig ist. Ich weiß, dass ich tendenziell eher länger brauche, aber dafür halt schaue, dass ich nicht zu viel Einstreu wegschmeiße und dass ich eben trotzdem die Boxen wirklich top in Ordnung habe. Das Nasse wird rausgeholt, jeder Äppel wird rausgeholt. Das frisst dann aber auf lange Sicht bzw. beim Ausmisten tendenziell eher ein bisschen mehr Zeit, als wenn man zum Beispiel ordentlich mistet, aber dabei eben mega viel Einstreu auch rausholt, weil man nicht gut trennt. Also eigentlich gehen nur zwei Faktoren davon. Ich hier in Ponyhausen habe mich eben für einstreusparend und ordentlich entschieden, auch wenn es länger dauert. Und ich glaube, manche Pensionsställe, weil sie einfach wirtschaftlich sein wollen, denen ist vor allem der Zeitfaktor wichtig. Das heißt, es muss schnell gehen und es darf nicht zu viel Einstreu kosten. Und manchmal geht das dann eben auf die Ordentlichkeit der Box, beziehungsweise es geht darauf, dass dann eben nicht so eine dicke Einstreu drin ist, die alle fluffig ist und so weiter, sauber ist und so weiter. Aber dafür ist es dann eben schnell und sparsam. Wie lange ich fürs Misten und den Offenstall brauche, hängt übrigens auch immer davon ab, ob ich abends noch abäpple oder nicht. Wenn ich abends irgendwie noch Zeit habe, dann mache ich das abends, dass ich nochmal schnell den Offenstall abäpple, vor allem auch die Boxen abäpple, weil sie weniger durchlaufen, durchmischen, dann hat man es am nächsten Tag leichter und auch weniger zu tun. Wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich am nächsten Tag halt mehr zu tun.
aktuell fast ein bisschen zu schlank. Also ich passe sehr darauf auf, dass sie nicht zu dick wird und so. Aber dadurch, dass sie sich teilweise doch crazy viel bewegt, habe ich gemerkt, dass sie ein bisschen mehr Futter braucht. Deshalb bekommt sie jetzt aktuell auch eine etwas größere Portion, dass sie so 1 bis 2 Kilo nochmal zunimmt. Da schaue ich einfach, wie sie aussieht. Und ihr hört sie gerade schon. Sie möchte jetzt definitiv Frühstück haben. Sie hat gerade schon den kompletten Boden nass gemacht, weil sie getrunken hat. Yummy! So. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann gibt es für mich auch Frühstück. Ich habe das früher öfter so gemacht, dass ich zuerst gefrühstückt habe. Aber ehrlich gesagt, ist es für mich feiner, wenn ich erstmal die Grundarbeiten alle erledigt habe. Alle Tiere versorgt sind, alle Tiere draußen waren. Ich habe vorher meinen Kaffee. Außerdem können da meine Schilddrüsentabletten auch besser sozusagen einwirken. Dann gibt es für mich ein ausgiebiges Frühstück, wenn alle Tiere versorgt sind. Was man echt sagen muss, es ist total krass, wenn ich jetzt so eine Morgenroutine für euch mitdrehe, brauche ich statt 2,5 Stunden, 3 Stunden, dafür fast 5. Es ist total krass, also es ist inzwischen gefühlt urspät, weil einfach durch das Stativ aufstellen, das Drehen, das Gucken, ob das Material gut geworden ist, ob der Ton stimmt, bla bla bla, vergeht so krass viel Zeit, dass ich einfach viel länger brauche. Deshalb ist es jetzt tatsächlich auch schon mittags. Normalerweise ist meine Morgenroutine natürlich deutlich eher zu Ende als heute. Julia hat schon wieder irgendwen da gehört. Die ist im Moment so protective. Da muss ich auch echt gleich nochmal mit der Hundeschule dran. Lange Rede, kurzer Sinn. Was gibt's heute bei mir? Ich habe noch 2 Eier. Ihr wisst ja, dass ich mich hauptsächlich vegan ernähre. Aber meine Pferdeosteopathin, die Friederike, bringt mir manchmal von ihren glücklichsten Hühnern Eier mit. Und da freue ich mich total. Und deshalb gibt es bei mir heute ein leckeres Rührei zum Frühstück. Zeitraffer kurz ausmachen, weil tatsächlich meine neue kleine Pfanne lohnt sich. Ich kann plötzlich Omelette machen. Freunde, schaut euch... Boah, da sind Tarate von der Katze, Alter. Schaut euch das an. Ich wende es nochmal kurz. Nee, eigentlich schlägt man es dann zusammen, ne? Ich mache wie einen Pfannkuchen. Es ist ein Omelette-Pfannkuchen. Boah, das ist mega cool geworden. Super, das brutzelt noch kurz an, dann gibt's Frühstück. Parallel, was ihr seht, mache ich ganz oft beim Frühstück, wenn ich euch E-Mails beantworte oder so. Jetzt gerade nehme ich ein Video vom Gideon ab im Schnitt. Und hier kann ich schon mal ausmachen, dann gibt's Frühstück. Ich meine, come on, schaut's euch an. Wie gut sieht's aus? Seht ihr's, wie gut es aussieht? Und das ist mein erstes Omelette. Omelettes haben mir nie geklappt. Ich glaube, manchmal steht... Boah, es ist so cool, es ist ein perfekter Omelette-Pfannkuchen. Manchmal steht... Und fällt das Ganze auch mit dem Equipment. Diese Pfanne ist eine absolute Wucht. Ich dachte, sie ist mir zu teuer. Ich habe sie bei Amazon gekauft. Ich bin sehr glücklich mit dieser Pfanne. Ich habe keine Pfannenkooperation. Aber vielleicht sollte ich doch irgendwann nochmal über ein Restaurant oder einen Food-Channel nachdenken. So, das hier ist mein Frühstück. I proudly present my Kaffee. Meinen grünen Saft habe ich schon getrunken. Das ist mein Omelette. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich habe keine Ahnung, ob mein Kopf gerade im Bild ist. Ist das an? Ist an. Läuft. Jetzt solltet ihr mich auf jeden Fall sehen können. Ich lasse mir jetzt hier einmal mein Frühstück schmecken. Anschließend werde ich dann anfangen, die Ponys zu bewegen und meine anderen Job-To-Dos auch anzugehen. Das heißt, E-Mails machen, YouTube hochladen, Stories drehen, Content an Kunden schicken und so weiter und so fort. Heute ist in Anführungsstrichen ein relativ ruhiger Tag, wo ich hauptsächlich hier in Ponyhausen bin. Ich freue mich jetzt sehr auf den Tag. Hoffe, dass euch dieses Video Spaß gemacht hat, dass ihr Freude hattet. Wie immer gerne Video-Ideen und das, was ihr sehen möchtet, ab in die Kommentare. Gerne auch Feedback. Schaut unbedingt einmal bei Emma vorbei. Dazu auch alle Infos unten in der Infobox. Ich lasse mir jetzt mein Frühstück schmecken. Und wie ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Ja, ihr wollt mitprobieren, ne? Ja. Bestimmt voll heiß. Mmh. Okay, das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Ich glaube eins, ob ich brauche Hühner in Ponyhausen. Mir fehlen Eier eigentlich nicht, bis mir Eier fehlen. Aber ich würde niemals Eier im Supermarkt kaufen oder so. Und ich habe jetzt tatsächlich gehört, dass hier jemand auf der Straße auch ganz, ganz glückliche Hühner hat, die der ab und an mal, also nicht die Hühner abgibt, aber die Eier. Vielleicht frage ich da auch mal. Oder ich muss es einfach mit den Hühnern machen. Hühner für Ponyhausen. Mega lecker. Voll das gute Frühstück. So, ich labere schon wieder zu lang. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.